Zu Fritz Berger muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Die haben also auch entsprechend einen Messeshop aufgebaut, wo ihr hier garantiert auch das eine oder andere Schnäppchen machen könnt, wo es dann Dinge zum Sonderpreis gibt. Geh mal kurz durch, was denn hier so zum Beispiel im Angebot ist. So ein Dachzelt auf einem Bronco macht richtig Spaß. Das sieht auch noch was aus. Und auch einem Jeep Wrangler sieht so ein Dachzelt natürlich auch richtig beeindruckend aus. Caravan Salon Düsseldorf 2022. Ich gehe mit euch über die Messe und die Stellen, die mir auffallen, an denen ich hängen bleibe, wo ich sage, das ist was Besonderes für mich, die stelle ich euch vor. Jetzt sind wir in Halle 3. Hier haben also viele Zeltanbieter, Vorzeltanbieter ihren Stand. Isabella, Dometic und Berger und auch Raimo sind aber hier hinten auch in der Halle untergebracht. Diesen liebevoll gestalteten Stand kann ich euch nicht vorenthalten. Das Ganze ist nicht mehr wirklich fahrbereit, denn das ist kein echtes Fahrwerk hier. Das ist also ein Messestand. VW-Bus, aber schönes Display für ein Dachzelt, gar keine Frage. Wir sind hier bei Kempwerk. Da steht es auch noch mal schön auf dem Fahrzeug drauf, der eigentlich ein Anhänger ist, offensichtlich. Die bieten also Dachzelte an, die man auf alle möglichen Fahrzeuge drauf bekommt. Und man muss ja auch zugeben, so ein Dachzelt auf einem Bronco macht richtig Spaß. Das sieht auch noch was aus. Aber man muss nicht auf dem Bronco bleiben. Das Ganze geht auch auf dem Mini und sieht dort auch richtig gut aus. Ein anderer Anbieter von solchen Lösungen ist Wikiwood. Die haben ja auch einen sehr, sehr schön aufgebauten Stand, muss ich echt sagen, mit Dachzelten. Und auch einem Jeep Wrangler sieht so ein Dachzelt natürlich auch richtig beeindruckend aus. Also das hat auch absolut Art. Und da mal schnell reinschauen. Dann haben wir hier schöne Faltleitern. Die sind also so zusammengeschoben, nachher ganz klein und platzsparend. Dann schauen wir mal in so ein Zelt oben rein. Da kommt doch ein Gefühl von Safari auf hier. Und wie man sieht, mit diesen Streben, das ist alles ganz schnell zusammengeklappt im Dachzelt. Und man hat eine wahnsinnige Liegefläche. Wenn wir uns das jetzt mal als Beispiel angucken, nur damit ihr mal einen Eindruck habt, haben wir hier also Big Willow Klappdachzelt mit überdachtem Einstieg. Memory Foam Matratzen sind, das habe ich eben auch gespürt, als ich da drauf gefasst habe. Wunderschön, die Teleskopleiter haben wir gesehen. Dann kostet Big Willow in 1,80 Meter Liegefläche 2500 Euro. Und der 2,20 Meter, das ist das, was wir gerade eben in der Ausstellung gesehen haben, liegt bei 2700 Euro. Eigengewicht, 100 Kilogramm ist ja auch nicht ganz unwichtig. Von wegen der Zuladung eurer Fahrzeuge. Aber wenn ihr das richtige Basisfahrzeug dafür habt, dann ist so ein Wikiwood-Dachzelt echt eine Alternative. Kann man dann auch in der Zeit, wo man es nicht benötigt, gegebenenfalls einfach demontieren und abnehmen. Da ist man flexibel. Hier vorne sehen wir das Ganze auf Basis eines VW T6.1ers. Auch da macht sich das Zelt wunderbar drauf. Oben auf dem Dachträger montiert. Ihr habt auch noch Boxen, die hier vorne, dann Transportboxen, die dann noch mit montiert werden können, um noch zusätzlich Sachen auf dem Dach transportieren zu können. Schauen wir auch noch mal kurz rein. Das Basisfahrzeug selber ist klar, was das an Platz anbietet. Also hier haben wir jetzt einen entsprechenden Camper-Ausbau, dass hier also auch eine kleine Miniküche drin ist. Aber mit Schlafplätzen, gerade wenn man auch mit mehreren Leuten unterwegs ist, ist das ja schwierig. Und hier haben wir jetzt natürlich einmal durch den Auszug, wenn wir das aufklappen, das Dach, ein entsprechendes Vordach, eine Vordachfunktion.
Und zusätzlich oben die Liegefläche. Und das ist schon richtig großzügig. Hier seht ihr auch Memory Foam, wie das ganz langsam wieder zurückgeht in seine Ursprungsform. Klasse Lösung. Auch wenn man gerade mal nicht so viel Platz hat, um das zu Hause wegzustellen. Weil das nimmt nicht so viel Platz weg wie gleich ein ganzer Wohnwagenanhänger. Auch das ist wieder der Big Willow. Aber hier jetzt die kleinere Variante, das ist die 1,80er Variante, die ich euch jetzt gezeigt habe. Eben in dem Jeep Wrangler war es die 2,20 Meter Variante. Preise, Daten, alles dasselbe. Der 1,80er als Unterschied wiegt 25 Kilogramm weniger. Wenn ihr also auf eure Zuladung achten müsst, seid ihr wahrscheinlich mit dem Big Willow 1,80 für 2.500 Euro auch schon hervorragend bedient. Denn Liegefläche habt ihr da, wie manch einer, nicht in seinem ehelichen Schlafzimmer. 1,80 Meter Breite, wer hat das schon zu Hause? Zu Fritz Berger muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Die haben also auch entsprechend einen Messeshop aufgebaut, wo ihr hier garantiert auch das eine oder andere Schnäppchen machen könnt, wo es dann Dinge zum Sonderpreis gibt. Geh mal kurz durch, was denn hier so zum Beispiel im Angebot ist. So ist hier der Trolley, der auf der Messe garantiert auch ganz praktisch ist, diesen Trolley zu haben, wenn ihr viele Kataloge wegschleppt. Von 20 auf 12 Euro runtergesetzt. Gerade auf der Messe vielleicht der Tipp für euch, euch da noch mal einen zu besorgen. Also dann müsstet ihr einplanen, relativ früh die Halle 3 dann mal zu machen. Der Berger Novara Plus Klappstuhl steht hier auf dem Messepreis statt 129 Euro auf 77 Euro. Der ist natürlich schön auf geringes Gewicht und echt Sitzkomfort gebaut. Daneben haben wir noch den Traveler Vintage. Der ist auch von 110 Euro bummelig auf 69 Euro im Messeangebot runter. Beim Schaukelstuhl spart ihr nicht ganz so viel, von 99 Euro auf 66 Euro heruntergesetzt. Prozentual ist das natürlich aber fantastisch, ne? Und dann wollen wir auch die Tische mit abrunden. Dieser Tisch, Leitgröße 1, 80 x 60 cm, 88 Euro statt 120. Daneben haben wir den Aluminiumtisch, 49 Euro. Und daneben den Explorer Campingtisch für 79 Euro statt 120. Stört es Sie, wenn Sie im Bild sind? Wenn ich nicht ins Fernsehen komme. Nur auf meinen YouTube-Kanal. Ne? Alles klar. Der Kanal heißt Travel With Me, könnt ihr euch gerne angucken, wird die nächsten Tage, werde ich so nach und nach alles versenden. Wie viel Nachlass kriegen wir jetzt? Was denn? Wie viel Nachlass bekommen wir jetzt? Ich gehöre nicht zu Berger. Ach so. Ich mache hier auch nur Bericht. So, und mein Lieblingsstuhl ist auch hier, weil das ist tatsächlich der, den ich habe, der Slimline. In genau dieser Farbe habe ich ihn auch an Bord. Und der ist hier ebenfalls von 99 Euro auf 77 heruntergesetzt. Was ich an dem Ding toll finde, ist tatsächlich hier vorne diese Beinauflage, die man davor setzen kann, womit man das dann zur kompletten Sonnenliege machen kann. Und auch der ist heruntergesetzt von 39 Euro auf 33 Euro. Gibt's dann auch in Anthrazit, wenn euch das Grün zu grell ist. Aber das findet ihr auch in anderen Farben. Ihr könnt auch bestellen und euch hier beraten lassen. Da bekommt ihr einen Messerabatt von 10% auf einen Artikel eurer Wahl, gilt ab 30 Euro Warenwert. Aber das ist natürlich auch eine Gelegenheit, wenn ihr ohnehin auf der Messe seid, könnt ihr einfach nochmal schauen, ob ihr nicht auf einen Artikel, den ihr immer schon haben wolltet, euch hier dann nochmal bei der Gelegenheit die 10% Messerabatt abholt. Ich meine, bei so einer Kompressorkühlbox, da nochmal 10% Messerabatt sich zu holen, gut, beim Messepreis wird es wahrscheinlich den Rabatt nicht mehr geben. Also guckt euch andere Sachen aus dem Katalog an, die ihr unbedingt haben wollt. Aber das sind natürlich 10% von 200 Euro, auch schon richtiger Geldbetrag. 20 Euro gespart, macht schon einen Unterschied aus. Und Berger macht es nicht ungeschickt. Auch so Kleinigkeiten, an denen man einfach nicht vorbeigehen kann, stehen hier auch mit auf dem Stand und werden dann auch mal schnell mal mitgenommen. Ich weiß jetzt schon, ich hätte gerne mehr Zeit. Jetzt haben wir hier den Fiamma-Stand, den könnte ich alleine einen halben Tag mit verbringen, mir alles anzugucken. Allein die Zeit habe ich nicht. Muss ja auch noch mal ein bisschen weiterkommen in die nächsten Hallen. Ich möchte euch auch mal einen Wohnwagen zeigen.
Wir nehmen mal den ganz kleinen im Programm von Tabat. Das ist hier jetzt, na, wie heißt der? Der Da Vinci. Gehen wir mal rein. Ui. Ich hatte ja gesagt, der ganz kleine. Mit Etagenbetten und Kinderzimmer im Heck. Die haben ja auch ihre kleine Spielecke, wo man bei Schlechtwetter sich dann auch drinnen verlustieren kann. Und mit der Badezimmertür kann man diesen Teil dann auch noch vergrößern zur Spielfläche. Fernseher gibt es, großzügige Nasszelle und hier kann die ganze Family sich schön breit machen. Lassen Sie sich um Gottes Willen nicht von mir vertreiben. Nee, machen wir nicht. Wir suchen den Wohnmobil, aber einen ganz kleinen. Ja. 55er Klasse? Genau. Ja. Das ist in Stadt. So, dass ja. Also ich habe mir vorhin bei Weinsberg den 55er auf Ford-Basis hier vorne, den Metallic-farbenen angeguckt. Ja. Da muss ich echt sagen, der hat mich, ich fahre selber einen Fiat Ducato, der hat mich tatsächlich sehr, sehr angesprochen. Also das Raumgefühl innen drin ist sehr schön. Und es ist halt einfach so, Ford ist momentan verfügbarer genau, als, ne? Man steht nämlich sonst da und macht eine Bestellung und wartet zwei Jahre und dann ist der Preis ein ganz anderer. Ne? Das ist das nächste, ja. Ja, das ist dann genau das Thema. Aber Sie werden was finden. Ich wünsche noch viel Spaß. So, das war also dann der ganz kleine Da Vinci DV700. Rollendes Apartment. Aber das gibt es natürlich hier auch in kleiner, gar keine Frage. Also Tabat macht nicht nur die riesengroßen. Und die machen natürlich im Bereich Wohnwagen, darauf sind sie spezialisiert. Da sind sie state of the art. Wir gehen jetzt rüber in Richtung Halle 5 und 7. Halle 5 ist natürlich etwas zum Durchgehen und Träumen.